Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute etwas über Datenströme reden. Und zu den Datenströmen im Betriebssystem oder vom Betriebssystem zu unserer Software, da gibt es drei ganz besondere, gell? Da gibt es drei, die sind immer offen, die sind immer bereit, gell? Und da sind die drei Standarddatenströme, die es eben ja, seit Unix in den meisten Betriebssystemen eben gibt, gell? Und ja, wenn wir da schauen, gell, also Wikipedia hat da einen schönen Artikel dazu geschrieben, gell, erklärt, dass das in Unix gibt, gell, und zeichnet hier dazu, was das auch ist, gell. Und zwar, wenn wir unser Programm haben und es in Ausführung bringen, gell, erst wenn das Programm läuft, gell, dann wird es zum Prozess und jeder Prozess hat mehrere Ressourcen und diese Ressourcen werden vom Betriebssystem zur Verfügung gestellt und damit kann der Prozess dann arbeiten, gell? So wie ihr das als Programmierer dann festgelegt habt, gell? Und hier gibt es drei Standarddatenströme, die sind immer aktiv und mit denen können wir jederzeit arbeiten. Zwei haben wir schon benutzt und zwar haben wir etwas eingelesen mit ScanF und wenn wir von ScanF etwas ja, etwas lesen, gell, mit ScanF, dann lesen wir von STDIN, gell, also das ist ein Standarddatenstrom, gell. Er wird durchnummeriert, bekommt den Deskriptor Nummer 0 vom Betriebssystem, gell, und ist normalerweise mit der Tastatur verbunden, gell. Ohne dass wir als Programmierer die Eingabe von der Tastatur programmiert hätten, gell. Also wir nicht wir als Programmierer haben den Zugriff auf die Tastatur programmiert, gell, sondern das macht das Betriebssystem für uns, gell, feine Sache, gell, also als Betriebssystem ist schon ein Kollege, gell. Und ja, so wie es diesen STDIN-Datenstrom oder Stream gibt, gell, aus dem wir lesen können und somit von der Tastatur lesen, gibt es auch einen STDOut, gell. Den haben wir auch schon benutzt. Wir haben etwas mit Printf ausgegeben, gell? Und ja, und wenn wir das machen, mit Printf etwas ausgeben, dann schreiben wir eigentlich in STDOut, gell? Und dieses STDOut verbindet dann unser Betriebssystem mit dem Terminal und in der Shell wird das dann ausgegeben, gell? Und ja, das ist der Stream Nummer 1, gell? Und der, ja. Das wird dann aufs Display, gell, also in die Konsole ausgeben oder ins Terminal, in dem wir unser Programm gestartet haben. So, soweit, so gut. Es gibt einen dritten, gell, es gibt noch einen, gell, und zwar ist das der STDR. Dieser Datenström dient ebenfalls zur Ausgabe, gell, das ist der Nummer 2. Und jetzt fragen wir uns, warum. Noch einen. Warum brauchen wir zwei zur Ausgabe? Gell? Ja, das braucht man, um die Verwendung zwischen STDOut und STDR zu unterscheiden, um zu sagen, wofür wir STDOut benutzen und STDR. Und zwar, STDOut verwenden wir zum Schreiben der Ergebnisse unserer Berechnung unseres Programms. Gell? Also die Ergebnisse landen auf STDOut. Auf STDR schreiben wir irgendwelche Hinweise für den Benutzer, gell? Also für das Wesen, das einen halben Meter vor der Tastatur sitzt, gell? Informationen, Benachrichtigungen, gell? Oder ja, hier steht es Error, gell? Also Fehler, Errors, Fehler. Warnings, Benachrichtigungen, Eingabeaufforderungen zum Beispiel. Gell? Also alle Ausgaben, die für den Benutzer gedacht sind, die eben interaktiv gedacht sind, die sollte man eigentlich auf STDR schreiben. Und so bleibt der ganze Rest der Berechnung, also das, was das Ergebnis unseres Programms ist, auf STDOut. Und wenn wir das schön trennen, dann können wir zum Beispiel die Ausgabe umleiten in eine Datei, dann haben wir eine Ergebnisdatei, gell? Und das kann man machen mit den Umlei-Standard, ja, so kann man etwas einlesen, gell? Aber vorher gehen wir die Ausgabe anschauen und zwar können wir die Ausgabe eines Programms mit diesem größeren Dateiname dann, gell, umleiten in eine Datei. Und diese Umleitung
Ja, verursacht dann eine Umleitung von STD-Out. Und damit landet das, was wir auf STD-Out schreiben, nicht mehr visuell auf dem Bildschirm, sondern es wird in die angegebene Datei geschrieben. Und das ist eigentlich eine feine Sache, gell? Und so können wir irgendwelche Ergebnisse, irgendwelche Berechnungen oder irgendwelche Messungen, gell, also auch tabellarisch typischerweise, erstellen und in eine Datei schreiben. Das ist dann eine Textdatei, gell. Oft schreibt man CSV, gell. Und dann kann man das zum Beispiel auch mit einem mit einer Text, nein, nicht Text, sondern mit einer Tabellenkalkulation dann öffnen, gell, wenn man das nach CSV macht. Und die Tabellenkalkulation geht es dann tabellarisch darstellen, gell. Und dann kann man es weiterverarbeiten, Diagramme machen, Berechnungen machen und und, gell. Okay? Ja, das ist die Umleitung in eine Datei mit der Ausgabe unseres Programms, gell? Das größer. Es gibt nicht nur das größer, es gibt auch das kleiner. Und wenn ich kleiner mache, dann gehe ich den Standard Input umleiten. Und dann gehe ich nicht mehr von Tastatur lesen, sondern von der angegebenen Datei zum Beispiel, gell? Also, wenn ich sage, nein, ich will nicht von der Tastatur lesen, das ist ja langweilig von der Tastatur lesen, ich will das Ganze automatisieren und ich gehe mir irgendwo Dateien vorbereiten, in die ich die Eingaben geschrieben habe, gell? Von mir aus auch mit einem Programm oder so, gell? Dann habe ich eine Datei mit Reingabe und mit kleiner Dateinamen kann ich das dann machen, dass das dann in der, dass das als Eingabe von STDIN interpretiert wird, gell? So. Und das mit dem Standardfehlerkanal, STDR, hat etwas mit der Ausgabe zu tun. Und zwar, wenn ich die Ausgabe so behandle, größer Ausgabe, dann wird nur STD-Out umgeleitet. Also die Ergebnisse unserer Berechnung und Simulation und so weiter. STDR wird nicht umgeleitet, gell? Und das ist eine feine Sache. Ich kann also über STDR dem Benutzer weiterhin Benachrichtigungen auf dem Bildschirm schicken, ins Display schicken, auf die Konsole schicken, gell? Ihm sagen, Achtung, jetzt ist so und so, Achtung, bitte, jetzt gebe etwas ein, jetzt, Achtung, oh, der Rechner wird heiß, gell? Pass auf, gell? Okay, ich kann also irgendwelche Dinge hier mitteilen, gell? Und schreibe gleichzeitig die Ergebnisse der Simulation auf. Das, ich leite es um in eine Datei. Gell? Also ich gehe also die ganze Berechnung aufschreiben in einer Datei, gell? Und kann trotzdem dem Benutzer etwas, etwas mitteilen, auf dem Bildschirm schreiben. Und das ist eigentlich eine feine Sache. Gell? Und ja. Der Standardfehlerkanal, den könnte man auch umleiten, das wird seltener gemacht, den leiten wir um mit 2 größer, gell? Also Kanalnummer und dann größer. Und ja, hier steht noch ein bisschen mehr und was hier auch steht, gell, dieses Konzept von STD-In, STD-Out, STDR, gell, das gibt es in C, gell, später auch in C++, gell. Das gibt es aber auch zum Beispiel in Java, gell. Also für alle Javisten auf dieser Welt, gell, also denen sei hier erinnert, gell, dass STD-In, STD-Out und STDR auch in Java funktioniert, gell. Also, und da gibt es so, ja, System-Out und, ja, und System-Out-Printline oder so, gell, das kennen wir ja, gell, kann man dann etwas auf Standard-Output schreiben, gell. Oder, es gibt es auch in Python dieses Konzept, gell, oder, gell. Also das Betriebssystem Unix, gell, und seine Programmiersprache C, gell, haben Pate gestanden und viele anderen haben dieses Konzept dann übernommen, gell. Ist ja auch eine feine Sache. Jetzt wollten wir das mal ausprobieren. Und zwar, jetzt haben wir ein kleines Programm geschrieben. Also, stdr.c. Und hier ist nicht viel drinnen. Hier haben wir eine Variable, eine Integer-Variable. Und hier machen wir 3 Dinge. Das sind 3 verschiedene Zugriffe auf Streams. Gell? Und zuerst machen wir einen Hinweis für den Benutzer. Bitte eingeben. Dann gehen wir die Eingabe durchführen mit scanf und dann gehen wir die Ausgabe machen. Wir gehen das Eingegebene aus und 2-mal das und 3-mal das. Gell? Also kleine Berechnung, gell? Also 3 Ausdrücke. Und wir sehen, also dieses Bitte eingeben schicken wir nicht auf mit printf auf die Ausgabe, sondern mit fprintf.
Was ist ein FprintF jetzt, gell? Paar wilde Sachen, gell? Also ja, machen wir mal Man, gell? Man ist unser Freund und Helfer. FprintF, gell? Also FprintF, wir sehen, aha, Abschnitt 3, gell? Linux Programmierhandbuch, sehr nützlich. Und hier sehen wir, ah, das FprintF, gell? Das gibt's. Und FprintF, gell? Das schaut so ähnlich aus wie das Printf, das hier in der gleichen Man-Page beschrieben ist, hat aber voraus einen Stream, gell? Einen File-Pointer. Und das erlaubt uns dann zum Beispiel in eine Datei zu schreiben, gell? Oder in eine Netzwerkkommunikation oder in eine Pipe, gell? Oder eben auch in einen der Standard-Datenströme, gell? Und diese Standard-Datenströme, STDR, STDOut und so, die stehen schon zur Verfügung. Die müssen wir als Programmierer nur benutzen. Wir müssen sie nicht erzeugen. Und das ist fein, gell? Das ist fein. Wir können also hergehen und hier fprintf auf STDR machen und somit gehen wir auf den Standard-Fehlerkanal schreiben. Okay, danach gehen wir eine Variable einlesen und dann gehen wir die Berechnung ausgeben. Gell? Also zuerst STDR, STDIN, STDOut. Okay, gehen wir mal schauen, ob er das kompiliert. Gell? Ist bereits aktuell, schön. Dann rufen wir STDR auf, gell? Was passiert? Es wird bitte eingeben ausgegeben und der steht jetzt auf scanf, wo die Integer-Variable gelesen wird. Ich gebe mal eine 5 an. Gell? Und er gibt mir 5, dann 2x5 und dann 3x5 aus. Gell? Okay, schön. Ich kann das jetzt umleiten in eine Datei. Ich leite das in eine besondere Textdatei um, und zwar in die blablabla.csv. Enter und so, bitte eingeben wird ausgegeben. Gell? Also bitte eingeben ist dieser erste Text, er wird auf STDR geschrieben, also landet er nicht in der Datei, sondern weiterhin auf dem Bildschirm. So, bitte eingeben, die 5, so, 5 eingeben und das 5, 10, 15 wird nicht ausgegeben. Geil, wir haben es umgeleitet und es landet hoffentlich in der blablabla.csv. Geil. Okay, also cut blablabla.csv und so. Da steht 15.15. Wir haben umgeleitet. Deshalb steht 15.15 in der Datei. Gell? Und weil wir das fprintf auf STDR benutzt haben, um das bitte eingeben auszugeben, liegt das nicht in der Datei, sondern wird weiterhin ausgegeben. Gell? Wenn ich da hergehe und das verändere, gell? Wenn ich also das fprintf ersetze durch das printf, geil. So, hier, das gehe ich mal unter Kommentar setzen, geil. Also das gleiche ausgeben, schauen wir mal. Also zuerst gehen wir das, jetzt gehen wir es mal machen, geil. So, kein Fehler, ist ein guter Fehler, geil. Ausführen. So, bitte eingeben, 5 und 5, 10, 15 kommt heraus, schaut alles gut aus. Jetzt gehe ich das umleiten nach blablabla.csv. So, und er steht, gell? Er steht, das bitte eingeben wird nicht ausgegeben. Wo landet das? Gell? Wir haben printf gemacht, also würde er versuchen auszugeben, die Ausgabe wird aber mitgenommen und in die Datei gesteckt. Gell? So, ich weiß, er steht auf scanf, also scanf, ich gebe jetzt etwas ein, die 4 statt 5, gell? 4, und er macht weiter, gell? Schauen wir mal, cut, bla, bla bla, gell, was kommt denn heraus? Aha, hier ist das bitte eingeben gelandet, gell, also wir, es ist auf Standard Output haben wir abgefangen und in die Datei geschrieben. Deshalb steht das bitte eingeben in der Datei. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir uns gewünscht haben. Also gehen wir das wieder ändern, gell, sagen wir stdr.c und dies da soll nicht auf die Standardausgabe kommen, denn interaktive Meldung, sondern es soll auf STDR ausgegeben werden, gell? Und das ist immer wichtig, weil jetzt können wir wieder ein MIG machen, gell? Wir können es ausführen, ja, wir sagen jetzt, ja, nehmen wir 3, gell? So, und es kommt 369 heraus, wenn wir es umleiten auf bla bla bla.csv 3, gell, dann gerade blablabla.csv 369 steht jetzt in der Datei, gell. Schön, können wir die Datei öffnen, ja, zum Beispiel mit less blablabla.csv.
So, ja, steht hier unten, gell, 369, gell, ist nicht so toll, gell. Gehen wir es mal mit deiner, ja, mit LibreOffice öffnen, gell. Bla 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 Punkt CSV. So, ich öffne und was passiert? Es öffnet sich ein Dialog und der Dialog, der geht mir, ja, mal anzeigen, ist sein UTF-8, sage ich, ja, passt schon. Und dann die Trennzeichen. Und die Trennzeichen schlägt er ein Semikolon schon vor, weil ich das schon öfter verwendet habe. Ich könnte auch sagen, ja, die Kommas sind auch Trennzeichen, gell? Oder die Leerzeichen sind Trennzeichen, gell? Das hängt jetzt vom Benutzer ab, wie er das verwendet, gell? Semikolon weg, nur die Leerzeichen, überhaupt keine Leerzeichen, alles im gleichen Feld. Das ist aber falsch, das Semikolon ist das Trennzeichen für uns, gell? Okay, so. Und dann habe ich eine Tabelle, 369, gell, sind also diese Werte, die ich ausgebe. Und jetzt könnte ich da oft messen und das da dann eben einlesen. Gell? Ja, das sind die Standarddatenströme, gell? Und damit wollen wir jetzt programmieren. Gell? Wenn wir dann, wenn wir etwas machen, eine Ausgabe, gell, die wir umleiten wollen, gell, dann müssen wir eben nicht nur die Standardausgabe, Standard STD-Out, sondern auch den Standardfehlerkanal STDR verwenden kann. Ja, was wollen wir machen? Wir wollen jetzt etwas schreiben, und zwar ein Programm, das die Zahlen von 1 bis 100 gell, als Text darstellt. Gell? Und das wollen wir ja so systematisch schön machen, dass wir das umleiten können in eine Datei für die Ausgabe. Gell? Wie soll das ausschauen? Zeile für Zeile. Zuerst die Zahl in Ziffern und dann ausgeschrieben. Gell? 1, 2, 3, 4 und so weiter bis 100. Gell? Jetzt könnte man hergehen, ja, ich gehe das abschreiben. Wäre eine Möglichkeit. Gell? Dann sagt der böse Lehrer, okay, dann machen wir es bis 10.000. Gell? Ja, dann wird es ein bisschen länger. Gell? Okay, jo, gute Arbeit.